Tammy gähnt. Schon wieder Regen. Dicke, große Tropfen rollen am Fenster hinunter. Da will wirklich keiner raus. Er holt eine kleine Kiste unterm Bett hervor, seine Regenkiste, und staunt. Was sich da alles angesammelt hat. Woher kommt nur der ganze Kram? Viele Sachen tauchen auf wundersame Weise wieder auf. Du liebe Güte, sagt Tammy mit verzogener Miene. Ganz unten findet er dann endlich, wonach er gesucht hat. Sein Freundebuch. Tammy hat viele Freunde. Und wer viele Freunde hat, der braucht selbstverständlich auch ein Freundebuch. Tammy überlegt, wer eigentlich sein erster Freund war. Er denkt nach. Ach ja, Hubertus, der Feldhamster. Den hatte er vor einiger Zeit bei einem Sommerspaziergang auf dem Feld getroffen. Der hatte die Backen ganz schön voll, erinnert sich Tammy und lacht, als er Hubertus auf dem Foto entdeckt. So ein schräger Vogel, Hamster, Feldhamster, murmelt Tammy. Den könnte ich doch eigentlich mal wieder besuchen, wie es ihm wohl geht. Tammy schaut aus dem Fenster. Kein Regen. Was für ein Glück, da nichts wie los. Er packt in Windeseile seinen Koffer und rast hinaus. Fast hätte er seine Gummistiefel vergessen, wäre er nicht über den Regenschirm gestolpert und direkt auf seinen gelben Stiefeln gelandet. Der Boden ist vom Regen noch ganz aufgeweicht und Tammy stapft mühsam mit großen Schritten den Hügel hinter dem Haus nach oben. Auf der anderen Seite geht's wieder nach unten und dann nochmal nach oben. Und dahinter kommt dann das Feld, auf dem Hubertus lebt. Tammy erinnert sich, dass es ein schönes Feld war. Volle Halme bogen sich im Wind. Schmackhafte Kräuter und Feldblumen leuchteten in allen Farben. Wie herrlich konnte man da Verstecken spielen. Kein Wunder, dass es Hubertus und vielen anderen Feldhamstern dort so gut gefiel. Tammy schnauft den letzten Hügel nach oben. Gleich hat er es geschafft. Nur noch ein paar Schritte und dann... nichts. Einfach nichts. Wo sind die Feldblumen? Will Tammy wissen. Und leckeren Kräuter, wo sind die hin? Tammy schaut auf seine Karte. Doch, sagt er, das muss hier sein. Aber alles sah so anders aus. Das bunte, kleine Feld mit den vollen Halmen und den leckeren Kräutern ist verschwunden. Jetzt sieht man nur noch Weizen, soweit das Auge reicht. Hubertus, ruft Tammy. Keiner antwortet. Hubertus! Versucht es Tammy noch einmal, diesmal etwas lauter. Wieder nichts. Und noch einmal. Hubertus! Brüllt er mit zusammengekniffenen Augen und zwar so laut, dass ihm selber davon die Ohren wehtun. Schrei doch nicht so rum! Ruft es von oben. Wie bitte? Schrei doch nicht so rum, habe ich gesagt. Bist du neu hier? Wie heißt du eigentlich? Ich bin Tammy und ich suche meinen Freund, den Feldhamster. Der wohnt hier, aber ich kann ihn nicht finden. Ach, den Feldhamster suchst du, sagt Frau Rotmilan. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Früher gab es viele. Eine wahre Delikatesse, musst du wissen. Aber heute gibt es nur noch Regenwürmer und ab und zu eine Maus. Das war's. Aber vielleicht hast du ja Glück. Das Feld ist größer geworden. Schau doch mal weiter da hinten. Wo meinst du, was heißt da hinten? Tammy bemerkt, dass Frau Rotmilan schon wieder fort ist. Er nimmt seinen Koffer und trottet weiter. Hubertus, eine Delikatesse. Hubertus ist doch mein Freund und kein Frühstück, schimpft er leise. Tammy wandert so lange, bis ihm die Füße wehtun. Dann setzt er sich auf einen Stein. Ich muss mich ausruhen, seufzt er erschöpft und schläft fest ein. Kurze Zeit später wacht er plötzlich auf. Er hat etwas gehört. Was war das? Will er wissen. War ich das? Hab ich etwa geschnarcht? Er versucht ganz still zu sein. Vielleicht kann er das Geräusch nochmal hören. Da ist es wieder. Es ist ein Pfeifen. Nein, eher ein Quietschen oder doch ein Brummen. Was kann das sein? Tammy macht sich auf die Suche. Vielleicht kommt es von hier, flüstert Tammy und steckt seinen Kopf ganz tief in einen kleinen Luzernenbusch.
Da packt ihn plötzlich etwas an der Nase. Tammy schreit laut auf und springt mit einem Satz 3 Meter hoch in die Luft. Hehe, alter Kumpel! Ich bin's, dein alter Freund Hubertus! Quietscht es aus der Pflanze. Das ist ja nicht zu glauben, freut sich Tammy. Endlich habe ich dich gefunden. Den ganzen Tag lang habe ich schon nach dir gesucht. Ich musste umziehen, erklärt der Feldhamster. Mein altes Zuhause war nicht mehr schön. Die großen Erntemaschinen nehmen das ganze leckere Futter mit. Da bleibt für unser eins nicht mehr viel übrig. Auch vor den Greifvögeln und Füchsen kann ich mich nicht mehr so gut verstecken, wenn das Feld erst einmal abgeerntet ist. Das ist ja total doof, stellt Tammy fest. Wir müssen etwas tun, sagt er energisch. Und ich habe auch schon eine Idee. Hubertus, was hältst du davon, wenn du mit mir in den Zoo kommst? Ich habe dort einen Freund, den Zoodirektor. Der kann dir und den anderen Feldhamstern bestimmt helfen. Hubertus nickt und die beiden Freunde machen sich gemeinsam auf den Weg in den Zoo. Der Zoodirektor winkt Tammy und Hubertus schon von weitem zu. Tammy erzählt ihm alles, was er über den Feldhamster gelernt hat. Der Zoodirektor staunt und verspricht, mit den Landwirten zu reden. Er will ihnen erklären, wie sie die Feldhamster besser beschützen können. Hubertus darf nun erstmal im Zoo bleiben, damit sich die Feldhamster wieder vermehren können. Und dann wird nach einem neuen Zuhause gesucht. Nach einem Feld, auf dem es Kräuter, Feldfrüchte und Feldblumen gibt.